Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, doch den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Erlaub dir niemals ein Urteil über andere, denn ein anderer urteilt dann über dich. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, doch den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Erlaub dir ruhig dein Urteil über andere, denn ein anderer urteilt dann über dich. Du willst wissen, wie viel noch so kranke Plagen dir das Leben zeigt. Eine Stunde an der gottverdammten Straßenecke stehen reicht. Mohammed, der Judenhass, Peter, der Muslime hasst. Der Hass unter den beiden Parteien ist übertrieben krass. Kevin geht fremd mit Aisha, doch ist auf Sender. Wenn seine Frau ihn durchbrennt mit einem Ausländer. Die Schuld ist gleich, doch für ihn ungerecht und hart. Denn tief in sich trägt er einen Fleck, der uns nicht mag. Sie finden unsere Bauchtänzer saugeil, essen unser Essen, aber wollen heimlich Ausländer rausschreien. Wenn Ali in der U-Bahn irgendwem die Nase bricht, ist Mehmet Studium auf der Uni direkt fragwürdig. Für manche Menschen, die in unseren Ländern Urlaub machen, sind wir in ihren Ländern nur Kanaken. Und wer sagt, dieser Text wäre bescheuert? Ich zahl sechsstellig Steuern. Eine Frage, Alter, wer ist jetzt Deutschland? Auch wenn du dich umguckst und du Menschen siehst, die rumspinnen, solltest du besser in deinen eigenen Problemen schwimmen. Egal was du siehst, was du lebst, was du bist, was du denkst, lass es einfach in deinem Kopf drin. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, doch den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Erlaub dir niemals ein Urteil über andere, denn ein anderer urteilt dann über dich. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, doch den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Erlaub dir niemals ein Urteil über andere, denn ein anderer urteilt dann über dich. Du willst wissen, wie viel noch so kranke Plagen dir das Leben zeigt. Eine Stunde an der gottverdammten Straßenecke stehen reicht. Wenn irgendwo eine Kugel trifft und damit Blut erzeugt, hab ich nichts damit zu tun, mein Freund. Nicht jeder von diesem Dreckshaufen ist so wie wir. Das sind nur Menschen, die den Glauben falsch interpretieren. Ihre Psyche ist kaputt, angeblich hören sie auf Allah. Sie lügen wie gedruckt, aber schwören auf Koran. Ob Sunniten, Schiiten, Aleviten, wir sind alle gleich. Noch einmal die Menschen voneinander trennen, danke nein. Ob ich irgendeine Menschenrasse hasse, nein. Aber geht es um Unterdrückung, werf ich als Erster den Stein. Manchen Frieden erlangst du nur durch Waffen und Krieg. Herbiji, ich bin Enkelkind von Salah ed-Din. Und wer sagt, dieser Text wäre behindert, ist ein Enkel von Hitler. Und wer anders denkt, denkt wie ein Spinner. Auch wenn du dich umguckst und du Menschen siehst, die rumspinnen, solltest du besser in deinen eigenen Problemen schwimmen. Egal was du siehst, was du lebst, was du bist, was du denkst, lass es einfach in deinem Kopf drin. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, doch den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Erlaub dir ruhig dein Urteil über andere, denn ein anderer urteilt dann über dich. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, doch den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Erlaub dir ruhig dein Urteil über andere, denn ein anderer urteilt dann über dich. Living in the age of deceit, so sieht unsere Welt aus, Casey. Vielleicht haben wir es nicht anders verdient. Vielleicht müssen wir auf unsere Knie und beten, Gott, lass nichts Schlimmeres geschehen. Lass uns irgendwann aufrecht vor dir stehen und keine Unterdrückung mehr sehen. Denn so kann es nicht weitergehen. Jeder Schmerz, jeder Hass, jedes Leid, jedes Glück, jede Träne, jeder Stolz macht uns gleich. Jede Wut, jeder Trost, jeder Frust macht uns gleich. Du sollst nicht nur respektieren, nein, du musst. Vielleicht bin ich nicht wie du und pass dir nicht als Moslem. Vielleicht kriegt mich deine Meinung, lass sie einfach in deinem Kopf drin. Auch wenn es einen Menschen gibt, der denkt so wie du, in Spiegel schaut, sich selber nicht erkennt so wie du, vor seinen eigenen Problemen wegrennt so wie du, innerlich Hass erfüllt, brennt so wie du, sein wahres Potenzial so verschenkt so wie du. Bin ich am Ende des Tages auch nur ein Mensch so wie du? Also differenzier nie wieder. Egal ob schwarz-weiß, arm, reich, hart, weich, dir egal. Es ist ganz egal, welchen Mensch du zur Seite hast. Der Respekt bleibt der gleiche, Mann. Auch wenn du dich umguckst und du Menschen siehst, die rumspinnen, solltest du besser in deinen eigenen Problemen schwimmen. Egal was du siehst, was du lebst, was du bist, was du denkst, lass es einfach in deinem Kopf drin. Lass es einfach in deinem Kopf drin. Lass es einfach in deinem Kopf drin. Einfach in deinem Kopf drin. Das ist einfach in deinem Kopf. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, doch den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Erlaub dir ruhig dein Urteil über andere, denn ein anderer urteilt dann über dich. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, doch den Balken in deinem Auge siehst du nicht.
Erlaub dir ruhig dein Urteil über andere, denn ein anderer urteilt dann über dich.